Wir kommen jetzt da rein. Also erstmal gucken, was haben wir denn? Das Handy, wir haben einen Brief. Das ist der billige Verlobungsring, den Stunkaffe für seine Prinzessin besorgt hat. Aha. Auf Augenhöhe zu verhandeln ist reine Zeitverschwendung. Ich kann es ja mal von oben herab versuchen. Okay, was meint er damit, von oben herab? Irgendwas runterschmeißen? Den Sam runterschmeißen? Max runterschmeißen? Warum sage ich immer Sam? Ja, vielleicht sollten wir... Teleportation ab zu den Cops. So. Zwei Sachen sollen wir da reinlegen. Stunkaffe muss diesen Ring irgendwo hier haben. Die Gravur sagt nur, dumm gelaufen. Objekt nicht in Datenbank. Okay. Ach, falsche Taste, sorry. Hier ist zurück. Okay, Opa Stinky anrufen. Mama Bosco könnte jetzt sicher helfen, wenn wir nur in ihr Labor reinkämen. Ja. Vielleicht von unten. Ich rufe aber trotzdem erstmal den Opa Stinky an. Ach, da kommen wir ja nur in den Diner. Die 2 Meter hätte ich umlaufen können. Seit Stinky Baby die Küche übernommen hat, sind Stinkys hausgemachte Pasteten schon fast essbar geworden. Aha. Die Insektenstücke sorgen für das Extra an Knusprigkeit. Ja, wissen wir. Können wir in die Küche rein? Hä? Da ist der Opa? Ich denke, er wollte nicht mehr. Heute bringt mich nicht mal die Freelance Police von meiner guten Laune ab. Versucht es nur. Oh, neues Teil. Ziemlich cool, was? Ja, aber nicht anfassen und Tiere runter vom Tresen. Fragen wir erstmal noch der Lotterie. Multimillionär Opa Stinky. Ihr bereut also schon, dass ihr mir das losgegeben habt, was? Nehmt es als eine Lebensweisheit. Man muss früher aufstehen, wenn man schlauer sein will als der alte Stinky. Was machst du mit dem ganzen Geld? Oh, ich habe es schon verschenkt. Du hast was? An General Stunkcafé.
Habt ihr nicht gehört, was er Großes mit dem Planeten vorhat? Inspirierend. Und da er mich zu seinem Adjutanten gemacht hat, brauche ich mich nicht mehr um Geld zu kümmern. Aha. Du hast gerade hunderte Millionen Dollar einem Gorilla gegeben? Ihr sagt das, als hätte ich keine Gegenleistung gekriegt. Ich habe dieses Abzeichen und das Kommando über eine ganze Flotte. Das ist wirklich cool, Sam. Tja, naja, besonders wenn es ein Abzeichen dazu gibt. Ist die Brosche nicht ein bisschen gewagt für dich, Opa? Das ist keine Brosche, du Depp. Das ist ein Ehrenabzeichen. In Anerkennung für meine Spende hat General Stundcafé mich zum Adjutanten ernannt. Okay. Das Abzeichen sieht gefährlich aus, Opa Stinky. Das nehmen wir lieber an uns. Es euch geben? Dieses Abzeichen gibt mir das Kommando über General Stundcafés 5. Legion und die äußeren Machtbereiche. Das gebe ich doch nicht einfach Leuten wie euch. Wo genau sind denn seine äußeren Machtbereiche? Ich weiß nicht. Er trug mir auf, sie von innerhalb des Diners aus zu kommandieren. Ich glaube, sie erstrecken sich von Alpha Centauri bis Andromeda. Und Brooklyn natürlich. Also. Nochmal. Können wir das Abzeichen ausleihen? Selbst wenn ihr keine halbseidenen Affenverräter wärt, hat mir mein Hauptmann befohlen, es niemals abzulegen. Und auf irgendeine Brücke mindestens 20 Meter fern zu bleiben. Aha. Stunkaffe ist ein absoluter Stinkstiefel, Opa Stinky. Wir werden ihn verhaften. Wir schaffen das. Irgendwann. Eventuell. Verräter! Ich wusste es. Wartet, bis der General davon erfährt. Weißt du, wo er ist? Nun ja. Nein. Und ich soll ihm nicht zu nahe kommen. Aber ihr könnt was erleben, wenn er meine Nachricht kriegt. Lieben wir den Stuhl? Wir haben es uns anders überlegt. Wir finden Stunkaffe super. Wo kann man Mitglied in Stunkaffes Armee werden? Ihr zwei? Stunkaffes Armee beitreten? Das ist ja lächerlich! Wir haben ein Talent dafür, Leute nicht zum Lachen zu bringen. Warum dürfen wir nicht in Stunkaffes Armee sein? Erstens, hast du eigentlich jemals was mit deiner Knarre getroffen, Bello? Also, das ist nicht sehr nett. Und was Harvey hier angeht, ein guter Rekrut. Bis man das, du musst so groß sein, um diesen Planeten zu überfallen, Schild, passieren muss. Oh, jetzt hast du ihn verärgert. Ja. Reg dich ab, Max. Können wir das Abzeichen ausleihen? Selbst wenn ihr keine halbseidenen Affenverräter wärt, hat mir mein Hauptmann befohlen, es niemals abzulegen. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal da mit dem Zukunftsvision Dingsbums da mal drauf gucken. Ob wir denn weiter. Ja, Friede durch Zerstörung. Bin ich auch dafür. Okay. Komm, Opa. Okay, dann geht er rein. Den müssen wir also ins Raumschiff kriegen. Mann, oh Mann, Opa Stinky. Wir dachten ja nur, dass du ab und zu mal hier raus musst. Versuch's mal. Okay.
Okay, also reizen. Beeilt euch lieber, ihr Verräter! General Stumpgaffer hat dir eine Gehirnwäsche verpasst, Opa. Ja, ja, und er hat euch sowas von verladen, das Ausladen würde Wochen dauern. Tee. Ihr sanften, promiskuitiven Hippie-Typen habt ja keine Achtung vor einem echten Führer, der vor Waffengebrauch nicht zurückschreckt. Er kennt uns wirklich überhaupt nicht, Sam. Das ist die letzte Warnung, Opa Stinky. Wir vernichten Stumpgaffes komplette Armee. Vergisst nicht, mit wem ihr es zu tun habt, Verräter! Solange ich dieses Abzeichen trage, bin ich dem General treu. Aha. Okay, das ist jetzt echt die letzte Warnung. Wir machen Stumpgaffes komplette Armee. Vergisst nicht, mit wem ihr es zu tun habt, Verräter! Solange okay, das kriegen, so kriegen wir es nicht hin. Bin ich dem General treu. Wir wollen wirklich Stumpfaffes Armee beitreten, Opa Stinky. Max braucht Geld fürs Studio. Warum geht ihr Mädels nicht zurück zu euren Stricksachen? Und überlasst das Kriegshandwerk echten Männern und Gorillas. Das reicht jetzt! Einzige, der sauer wird, ist... Ich gehe lieber, bevor es hier zu Gewalttätigkeiten kommt. Nee, kann man nicht nehmen, ne? Ab, Max. Ehret Stumpfaffe. Friede durch Zerstörung. Ist das noch jemand? Na, nicht? Ich versuche jetzt nochmal den Knopf zu drücken. Benutze Kasse. Ich könnte vermutlich die Kasse leer machen, ohne dass es jemand merkt. Gott würde es wissen, Sam. Du hast recht, Max. Und er hört nicht auf, mich mit den 20 Mäusen zu nerven, die er mir geliehen hat. Mhm. Knopf können wir nicht mehr benutzen. Aha. Seit Stinky Baby die Küche übernommen hat, sind Stinkys hausgemachte Pasteten schon fast essbar geworden. Die Insektenstücke sorgen für das Extra an Knusprigkeit. Tja. Oh, endlich was anderes. Praktische Er- und Sie-Darmspülungfässer. Aha. Wie geht's weiter? Müssen wir Mama Briscoe. Wir jetzt hier er kann nicht denken, hat keine Arme und besteht aus Pudding. Irgendwas hat er trotzdem an sich, dass ich ihn wählen würde. Stimmt nicht für Puddingkopf. Er ist ein Wackelkandidat.
Verstehst du? Okay. Wackelkandidat. So sehr ich auch darüber will, ich schwimme jedenfalls nicht durch diese stinkende Brühe. Los, trau dich! Opa Stinky klang, als sei er Stunkaffes größter Fan. Ich frage mich, ob er helfen kann. Keine Ahnung, ob er helfen kann. Aber das werden wir in der nächsten Folge erleben, rauskriegen. Freut euch schon mal drauf. Und ich sag dann mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal.